Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Guten Morgen. Wie viel Uhr haben wir denn? Ah, es ist ja noch morgen, kurz nach 11. Bin mal so zeitlos, Mensch. Ich habe gerade so eine riesige, riesige Freude, die ich mit dir teilen möchte. Und zwar Anfang März, Mitte März, Anfang Mitte März hatte ich ein Gespräch mit einer Frau, die schon seit vielen, vielen Jahren selbstständig ist. Eigentlich ja immer selbstständig war in ihrem Leben. Und sie ist zu mir gekommen, um mit mir zu sprechen, weil sie einfach das Gefühl hatte, so gefühlte 24 Stunden am Tag zu arbeiten. Sie hat schon Geld verdient, aber ja, war einfach mit vielem so unzufrieden. Es bleibt natürlich auch vieles auf der Strecke, wenn du selbstständig bist, nach dem Motto selbst und ständig. Und ja, du morgens schon das Gefühl hast, oh Gott, wie soll ich das heute wieder alles schaffen und so quasi auf dem Zahnfleisch gehst und nur am Rödeln und Machen bist und überhaupt keine Zeit für dich, für deine Kinder, für deine Familie, für deine Partnerschaft, für deine Ehe hast. Also da bleibt ja dann einiges immer so irgendwie auf der Strecke und man merkt, es geht in so eine Richtung, die möchte man nicht haben. So, dann haben wir uns ihre Situation angeschaut. Und sie ist dann zu mir in die Akademie gekommen und wir haben uns eigentlich so ein halbes Jahr etwa Zeit geben wollen. Das war so der Plan, bis sie ihren wahren Seelenplan gefunden hat und das Business auf ein anderes Level stellen wollte. Und jetzt, 3 Monate später nur, wir haben jetzt Juni, also ich habe eben nochmal geguckt, seit Mitte März ist sie in der Akademie. Und sie hat trotz ihrer Selbstständigkeit nebenbei jetzt auf so eine leichte Art und Weise sich schon die ersten Kundinnen kreiert, die ersten Anfragen kreiert und weiß gerade im Moment überhaupt nicht, wie ihr geschieht. Und das ist einfach so großartig, das berührt mich gerade mal wieder so. Ich habe da so eine Freude dabei, die ich mit dir teilen möchte. Deshalb, wenn du das machst, wenn du das mal entdeckt hast, was deinem Herzen entspricht, deinem Seelenplan entspricht, wenn du deinem Herzen folgst und dich löst von den ganzen Dingen, sie war ja auch, wie wir das einfach so sind, in der üblichen Selbstständigkeit selbst und ständig und das kann ja gar nicht anders gehen als so und dann stellt man vielleicht noch Mitarbeiter zur Unterstützung ein, das funktioniert dann aber auch alles nicht so. Wenn du die Dinge machst, wenn du mal eine andere Blickrichtung bekommst, was wirklich dein Ding ist, und das heißt nicht, dass du das eine Business aufgeben musst und dann nur das andere machst, sondern es geht auch wunderbar, beides miteinander zu verknüpfen, dann geschehen ganz, ganz wundersame Dinge. Dann bist du im Fluss des Lebens, dann fließt es. Und wenn es fließt, wenn du in deiner Freude bist, wenn du in deinem Element bist, so wie die Fische, die sind in ihrem Element Wasser, wenn du in deinem Element bist, dann fließt es, dann bist du in der Freude. Und wenn du dann morgens weißt, warum du aus dem Bett hüpfst, weil du die Dinge machst, die dir einfach am Herzen liegen, was dein Ding ist, dann wirst du auch zu einem Magneten, dass die Menschen zu dir finden. Natürlich darf das System dahinter dann ein anderes sein, das darf installiert sein. Also was hinter den Kulissen eines Unternehmens, einer Firma oder des Seelenplans dann da steckt, dass du natürlich auch mit deinem Seelenplan nicht in der Situation bist, auf Suche von Menschen zu sein, wo finde ich die jetzt, sondern dass die zu dir finden, zu dir strömen. Und genau das ist bei ihr jetzt nach nur 3 Monaten geschehen. Und ja, wir wissen gar nicht so, also ich habe das Potenzial in ihr gesehen, aber sie wusste gar nicht so, wie ihr geschieht. Und das ist so, so schön zu beobachten. Und diese Freude wollte ich jetzt einfach mal mit dir teilen. Ich bin so richtig aus dem Häuschen hier. Das ist alles auch für dich möglich. Du darfst nur eine Entscheidung treffen, dich mal an die Hand nehmen zu lassen, dir helfen zu lassen, dir andere Aspekte mal zeigen zu lassen, die auch möglich sind. Es ist so, so viel mehr möglich als das, was gerade so in deiner Vorstellungskraft ist, weil uns so viele andere Dinge darüber gestülpt wurden. Und
Es ist auch vieles möglich, selbst wenn du jetzt noch in einem Job bist, selbst wenn du im Angestelltenverhältnis bist und sagst, boah, Familie noch und alles. Es ist too much, ich kriege das alles nicht hin. Es gibt für alles Wege und Lösungen und Möglichkeiten. Und gerade jetzt hier im Bereich der Selbstständigkeit, wenn du schon selbstständig bist, auch da gibt es so viele Möglichkeiten. Mir hat die Woche ja ich glaube, es war eine Tierärztin, ich finde den Post leider nicht mehr hier in der Gruppe, geschrieben, bei ihr funktioniert das nicht. Sie hat 9 Mitarbeiter, glaube ich, und das geht ja nicht, das alles auf ein anderes Level zu stellen. Und es geht, es funktioniert. Du darfst dir nur mal Hilfe holen und Aspekte holen und das Wie. Und wenn du das jetzt möchtest, wenn du wirklich sagst, okay, Mensch, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt hole ich mir doch mal Inspirationen und Anleitungen, dann komm doch zu mir in eine Durchbruchssession. Da schau mal ganz genau, wo du jetzt stehst und wo du hin möchtest. Ich habe im Kalender jetzt noch mal, ich glaube, 3 Termine für diese Woche jetzt noch mal frei gemacht, weil nächste Woche bin ich ja in Zypern erstmal. Und dann nutz doch deine Chance. Schau mal, wir haben jetzt Juni, Juli, August, September. Wo könntest du zum 1. Oktober schon stehen? Genau wie die wunderbare Frau, die in meiner Akademie ist, mit der ich da gerade gesprochen habe, die mir das erzählt hat, dass jetzt viel, viel schneller, als sie das erwartet hat, der Erfolg da ist und die Menschen den Weg zu ihr finden und mit ihr arbeiten möchten. Das geht auch für dich definitiv. Du darfst dir nur die Unterstützung und die Hilfe holen und den Weg holen, das Navigationssystem. Ja? Also, wenn du sagst, ich bin es jetzt auch leid, dahin zu dümpeln und mich so hin und her zerrissen zu fühlen, mache ich so weiter, mache ich so weiter, was ist eigentlich mein Ding? Wo will ich denn eigentlich so genau hin? Ich habe irgendwie das Gefühl, da muss es noch mehr geben als das, was ich gerade mache. Und da muss irgendwie noch was in mir rumoren, in mir verborgen sein. Dann nutzt die Chance jetzt noch. Komm zu mir, lass uns miteinander reden und dann schauen wir uns ganz genau deine Situation an. Okay, also, ich poste dir den Kalender, die 3 Termine, die, glaube ich, noch diese Woche frei sind, jetzt gleich mal rein und wer zuerst malt, der ist zuerst dabei. Okay, bis dann. Ciao.